Hi Freunde, herzlich willkommen zu den OutZEO Podcast, Folge Nummer 96. Ich bin euer Host Yassi und bei mir ist heute die liebe Angelika, die ist schon zum zweiten Mal im Podcast und ich Ja. glaube, jeder von euch kennt sie schon. Also auf Vorstellen, denke ich, brauchst du dich nicht nochmal. Aber am Wochenende, wo warst du? Am Wochenende war ich auf der deutschen Meisterschaft vom Functional Fitness in Berlin und Jassi war dabei und der Marco war dabei. Jess ist auch angetreten, Steven war dabei und wie heißt sie noch? Die Gabi, Gabi, genau, die, hat auch ne? früher mal bei uns trainiert. Genau, die war also auch super gut und es war ein Wahnsinnserlebnis für mich, der erste offizielle Wettkampf. Du warst ja vorher schon angemeldet mal für die Weltmeisterschaft auf Aruba und da bist ja dann leider krank geworden. Ja. Genau, super, dass wir jetzt auch gleich das Klingeln im Podcast haben. Ich hoffe, das hört gleich wieder auf. Ja, und erzähl, wie warst du aufgeregt vorher? Also die 2 Wochen vorher war ich mehr aufgeregt wie dann vor Ort. Also vor Ort muss man sagen, also ob es die Helfer waren von der Orga, die anderen Teilnehmer, es war so eine herzliche Atmosphäre, dass man eigentlich gar keinen Grund hatte, aufgeregt zu sein. Ja, weil man einfach das Gefühl gehabt hat, egal was du jetzt machst, du bist Teil von dem und das ist okay, gell? Ja, genau. Also das haben die wirklich, wirklich gut hingekriegt und muss auch sagen, auch untereinander, man gönnt sich das, wenn der andere eben besser war, dann war der auch besser. Ne? Und das ist in Ordnung und man kann sich auch freuen über einzelne Leistungen, die da gigantisch waren, also was wir gesehen haben. Das war also wirklich, und ich fand es wahnsinnig toll, weil ich ja doch die Chance habe, jetzt auch zur Weltmeisterschaft zu fahren als Probe. Das war für mich wie so ein Probelauf, Ich ne? glaube, wir müssen das nochmal kurz erklären. Also auf der Deutschen Meisterschaft für Functional Fitness, es gab ja einen Vorauswahlprozess, wo eben Online-Workouts gewesen sind. Und da dort gab es dann halt verschiedene Altersklassen. Ich werde die jetzt nicht mehr 100% genau zusammenkriegen, aber es war halt unter 30, dann glaube ich 30 bis 35, 35 bis 40 Genau. und so weiter und so fort. Und du bist ja schon deutsche Meisterin in der Altersklasse. 65 plus. Genau, und dürftest dann nochmal jetzt bei den über 50-Jährigen Ja, mitmachen. bei den 50-Jährigen plus. Es waren die von 50 bis 65 plus zusammengewürfelt, weil man einfach noch nicht die Kapazität hat. Letztes Jahr war es bis 45, bis zum Ende. Und diesmal hat man schon die 50 plus dazu genommen. Der wächst, der Verband, was sehr schön ist. Und dadurch war es natürlich auch, die Jüngste war 49, also wird dieses Jahr 50. Und ich bin 64 und war eine breite Mischung. Aber das hat dem nichts abgetan. Also es hat wahnsinnig Spaß Das ist gemacht. total toll. Und was ich halt auch, also finde, das Feeling ist so krass rübergekommen, dass eigentlich alle Altersklassen wirklich auch intensiv vom Publikum verfolgt wurden. Also das Ja. war nicht so, dass man sich irgendwie nur für die Individual-Athleten, klar ist da die Stimmung natürlich teilweise nochmal richtig krass, weil es halt einfach auch das größte Feld war. Aber ich finde einfach, dass wirklich alle Gruppen waren cool anzuschauen und ich fand auch, dass die Workouts recht gut gemacht waren, die Skalierungen waren gut. Ja. Also ihr hattet auch trotzdem noch Bewegungen wie Handstand Walk und so Sachen halt drinnen. Und das finde ich super. Also es war echt zum Zuschauen richtig toll. Nein, es war auch wirklich, es war ein Anfeuern, ein Respekt vor der Leistung. Also muss man schon sagen, es war einfach für mich eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Was ich ein bisschen blöd fand, das ist so mein einziger Kritikpunkt, weil der Vorauswahlprozess, der war ja relativ selektiv, sage ich jetzt mal so. Und es sind ja dann sehr wenige Leute nur zugelassen worden. Und es war ja schon so, dass da ein paar Leute anscheinend abgesagt haben oder eben verletzungsbedingt. Kann ja jetzt keiner was dafür. Aber ich weiß jetzt nicht, habe da ja keine großen Infos darüber. Aber mit dem Nachrückverfahren, da könnte man vielleicht das einfach noch mal ein bisschen besser machen, weil es einfach schade war, dass manchmal halt doch die Plätze halt leer waren. Und ich glaube, manche schlecken sich vielleicht noch alle 5 Finger danach ab, dass sie dann auch mitmachen dürften. Das ist ein bisschen doof. Ja gut, aber das, ich denke, liegt vielleicht auch ein bisschen an dem Athleten, dass wenn er sich verletzt oder überlegt, nicht zu starten, dass er das sehr, sehr früh kommuniziert, So, soweit es möglich ist, ja. dass der andere auch noch eine Chance hat, dahin zu kommen, ne? Und es war auch in Berlin war auch noch eine andere Veranstaltung, es war auch nicht so einfach, eine Unterkunft zu finden. Und wenn man dann 2 Tage vorher
nachrückt. Das ist schwer. Klar. Und du hast auch nicht trainiert vorher, das verstehe ich schon. Und klar, du suchst jetzt auch nicht aus, wenn du jetzt irgendwie vorher Corona bekommst, suchst du es dir ja nicht aus. Das ist mir natürlich klar. Ja. Ich habe da keine Hintergrundinformationen. Aber so mit dem, ja, das war einfach teilweise ein bisschen schwierig, glaube ich, zu verstehen, wenn man zugeschaut hat, warum. Ja, dass da zwei Lanes unter Umständen frei waren. Ne? Das ist so das Einzige. Ja. Das war ein bisschen schade. Und es ist natürlich als Wettkämpfer, wenn du nur gegen drei kämpfst, statt gegen sechs, also mit dir gegen sechs antrittst, ist das schon ein Unterschied. Ne? Was war jetzt für dich so mit im Verlauf des Wochenendes das Coolste daran? Oder hast du irgendwie, also wie hast du das so von Tag zu Tag erlebt? Ja, also das, man wächst da auch rein. Also wenn man das erste Mal da ist, man muss sich davor hinterm Vorhang aufstellen und dann wird man einzeln aufgerufen. Das ist so beim ersten, zweiten Mal noch so ein bisschen, ist man noch ein bisschen aufgeregt, aber dann kennt man das Prozedere und die Staffs haben also wirklich, wirklich gesagt, komm und wird schon und auch ihr dazu beigetragen, dass man ruhig ist ne? Und dass das alles auch in Ordnung ist. Ne? Aber was ich schön fand, dass die Workouts zum Teil sehr vielfältig waren. Mhm. Nicht so 50 von dem, 50 Backsquats, Frontsquats, also alles so auf Masse. Es war machbar, gell? Es war machbar. Es ist besonders für mich im Alter, ist es schwierig, wenn eine sehr, sehr hohe Wiederholungszahl ist. Klar, weil du musst jedes Mal regenerieren und wenn du einfach das Gefühl hast, so klar, die Workouts sind schwer, aber sie sind nicht so, dass sie dich über den Lauf des Wochenendes komplett fertig machen. Ja. So, und das war eigentlich, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Ne? Und dass ich auch eben den größten Teil auch machen konnte. Das war sehr schön. Gut, die Double Unders, wer es gesehen hat, habe ich mich ein bisschen arg durchgebissen und das hat man gemerkt, da muss ich noch wieder dran arbeiten. Das ist bei mir auch viel dann eine Kopfsache. Mhm. Je mehr ich das Gefühl habe, es stresst mich, je schlimmer wird das. Und beim Wettkampf ist ja nochmal doppelt schwierig, weil dann ist ja klar die Nervosität dann nochmal ganz groß, gell? Also das war dann schon, das war so ein bisschen, wo ich dachte, gut, jetzt habe ich einen Grund, noch mal mehr zu arbeiten. Ne? Wer es nicht gesehen hat, ihr könnt noch mal die Vlogs abchecken. Also wir haben jetzt, wenn der Podcast rauskommt, letzte Woche schon einen rausgehauen. Ja. Da ist Tag 1 und 2 von dir schon mit drauf. Und wenn der Podcast rauskommt, dann ist ja logischerweise Samstag, werden jetzt den Tag drauf, also Sonntag, kommt noch mal sozusagen Teil 2. Und da werden wir dann die restlichen Workouts noch mit reinhauen. Genau, ja, insgesamt waren bei dir in der Altersklasse 6 Leute. Ja, es waren 6 Du bist Vierte geworden, finde ich mega stark. Ja. Also du hast das bei jedem Workout mitgemacht und hast dich da auch gut durchgebissen, hast auch teilweise, also ich glaube, also war besser als im Training, gell? Also gerade so da wandern und laufen und so war besser? Nee, es war auch zum Teil besser im Training. Was ich ein bisschen unterschätzt hatte, dass am dritten Tag, am Sonntag, man doch kaputter ist. Mhm. Also das Workout, was ich trainiert hatte, da habe ich eine längere Zeit für gebraucht. Jetzt am Wettkampf warst du sozusagen langsamer? Ja, da war ich langsamer. Gut, aber die Abstände sind ja auch anders. Das war der dritte Tag und da habe ich gedacht, wow, das ist ja auf einmal viel vom Gewicht her viel schwerer. Mhm. Ne, das muss man auch lernen, dass diese Ermüdung dazukommt und das nicht alles dann so hundertprozentig klappen kann. Ne? Mhm. Handstand Walk, das war so ein bisschen das Einzige, was du leider nicht ganz so hinbekommen hast. Wie war das? Das war, hatten wir bis dato ja auch im Training sehr spät angefangen zu üben, weil andere Sachen einfach, es sind so viele Baustellen, und andere Sachen hatten also mehr Priorität. Und gerade Handstand Walk ist, glaube ich, für mich ähnlich wie die Double Unders sehr starke Konzentration. Dass man sich konzentriert und gut aktiviert, aber wir werden ja beide dran arbeiten und ich denke, da schaffen wir vielleicht bis zur Weltmeisterschaft doch noch ein bisschen einen kleinen Schritt weiterzukommen. Ja, ne? Denke ich auch. Weltmeisterschaft ist in Kanada. Kannst du ja mal ein bisschen erzählen? Ja, also das ist eigentlich, ja, wie sagt man, ein Sechser im Lotto. Letztes Jahr, dadurch, dass ich krank wurde und nicht starten konnte, war ich natürlich sehr betrübt, habe aber damals schon erfahren, dass die nächste Weltmeisterschaft in Kanada ist und jetzt auch noch in der Stadt in Vancouver, wo unser Sohn lebt. Und das ist ja wie ein Heimspiel. Ne? Also wir fliegen jetzt auch schon ein bisschen früher, haben mit ihm zusammen dann ein bisschen Urlaub und
er kann dann zuschauen und das ist dann natürlich schon, ja, das ist, darum wollen wir das. Und diesmal, finde ich ganz toll, startet Michael auch, mein Mann. Ne, der ist, hat auch die Berechtigung. Und der ist ja auch noch Deutscher Meister. Entschuldigung, habe ich das vergessen zu erwähnen. Herzlichen Glückwunsch. Und wir wollen beide da mal zeigen und dass unser Sohn dabei ist, das ist einfach, und dass es Vancouver ist, das ist wirklich, das, das, wir freuen uns riesig drauf. Ne? Ja. Und strengen uns auch an, dass wir da gut performen. Ne? Du, mach dir da gar keinen Stress, weil alleine, dass du dort bist und dass du das machst, ist einfach schon eine mega starke Leistung. Ja. Und das sind so viele Faktoren, wie es dann läuft. Hauptsache, du hast Spaß. Es ist eine einmalige Erfahrung, einfach mal auf einer WM zu sein. Und würde ich einfach nur sagen, nimm es mit und dann wird es auf jeden Fall cool. Nee, es ist auch wirklich, und ich weiß ja jetzt schon ein paar von den Sportlern vom Functional Fitness in Deutschland, die auch schon fest, wo man weiß, dass die also schon mitfahren. Und es ist einfach so eine nette Truppe, die auch so zusammenhält und sich gegenseitig motiviert. Und das ist was sehr Schönes in dem Sport. Ne? Und von daher denke ich auch, einfach mitnehmen. Man weiß nicht, wie das Leben spielt. Ne? Was sind jetzt bis dahin noch so deine Ziele? Woran willst du jetzt noch besonders arbeiten? Also was ich auf jeden Fall, muss ich an meinem Kipping arbeiten. Ne? Da unterstützt du mich ja auch. Dann muss ich meinen Overhead Squat, der ist noch sehr bedenklich. Und dann alles Weitere weiter trainieren, was man vorher auch gemacht hat. Einfach dranbleiben. Dranbleiben, einfach die Basic. Mhm. Also was schon klar rausgekommen ist, dass die Basic enorm wichtig sind. Ne? Also das haben auch viele, die sehr gut sind, da gesagt, die Basic muss man trainieren und die muss man auch häufig trainieren. Es hilft nichts und das macht nicht immer Spaß. Ja, ne? Also gut. Aber wenn man weiterkommen will, muss man die Basis wirklich gut trainieren. Ne? Jetzt mal so in Bezug nehmend aufs Wochenende, gab es da irgendwie von anderen Athleten irgendwas, wo du sagst, ja, das hat dich ganz besonders begeistert oder hat dir Spaß gemacht zum Zuschauen? Naja, wir haben, wer sie von früher vielleicht noch kennt, die Gabi, die hier war, das fand ich, war sehr schön zum Zuschauen, weil sie nicht nur gut in den Reps war, sie hat also sehr viele Heats auch gewonnen, sondern auch eine sehr schöne Ausführung hatte. Ja. Also es war wirklich auch optisch, wo man sagt, wow, also das, die Bewegung ist einfach schön. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe der so gerne zugeschaut und habe einfach, da, also selbst wenn ich, also da dort vor Ort, klar ist man dann irgendwie auch müde, wenn man sich den ganzen Tag das dann eben auch anschaut und irgendwie ist das dann auch anstrengend, beim Sport zuzugucken, klingt jetzt vielleicht blöd, aber nee, ist aber so. Aber der Gabi zuzuschauen ist wirklich echt cool gewesen und auch wirklich schön zu mitfiebern und einfach wie sich jedes Workout so auch teilweise für sich gemacht hat, obwohl sie teilweise weit vorne gelegen ist und ja, wie du sagst, sie bewegt sich einfach so flüssig und so gut und das motiviert mich auch voll zum Training, wenn ich so jemandem zuschaue wie der Gabi. Das ist es, wo man sagt, Mensch, also es geht auch unter Stress und gute Ausführungen. Ja, ne? Ja, und dann waren immer so diese Zweikämpfe, wenn Athleten, egal welcher Altersgruppe, nah aneinander waren und das Publikum schon merkte und man hat oben durch diese Klicker, wusste man ja immer, der ein oder andere ist jetzt noch, das vielleicht hat relativ gut funktioniert, gell? Ein Rap oder ein anderer Rap dahinter, ist, die sind nur einen auseinander. Und das finde ich immer so toll, wenn sie so dann beißen und sagen, komm, ich versuche es noch. Ne? Mhm. Und hinterher, selbst wenn die dann durchs Ziel waren, die beiden, die gekämpft haben, trotzdem sich gegenseitig gratuliert für die Leistung. Ja. Und die Anerkennung war dann auch, ich glaub, da. Das ist einfach auch schön, wenn du dich halt pushen kannst und du willst ja auch, also du willst natürlich den anderen schlagen, aber es macht ja auch viel mehr Spaß, wenn der dich ja auch dabei pusht. Ich habe nur gerade überlegt, ich frage die Gabi mal, jetzt, ob sie mal in Podcast kommen mag, weil die ist ja jetzt schließlich deutsche Meisterin. Ja. Das ist bestimmt mal ganz interessant, so von jemandem zu hören. Ja, und sie ist auch ein sehr offener Mensch. Ne? Also das muss man schon sagen. Ne? Ja, und ich fand, ich habe es jetzt bei den Jüngeren nicht so ganz erlebt, aber bei den über 30, also die Masters, war durchweg ein sehr schöner Zusammenhalt. Ja. Und man hat wirklich Respekt vor der Leistung des anderen und dies Anfeuern oder wenn einer der Letzte war, dann haben alle anderen Athleten noch angefeuert, komm und du schaffst das im Timecap, noch ein Rap, noch, ne? Und das war schon, also es war super Erlebnis und ich fand im Vergleich zum letztes Jahr, die deutsche Meisterschaft, haben sie
das schon viel, viel professioneller gemacht. Der Livestream war gut. Der Livestream war aber letztes Jahr auch schon Bombe. Ne, also das war wirklich, die Informationen kamen halt rüber. Ne? Also das muss der Aufbau, alles muss man schon sagen. Also. Was ich halt auch, also ich habe nur ein bisschen ab und zu mal Livestream geguckt, einfach nur mal, um zu schauen, wie die es so machen. Und das ist sensationell. Die haben ja da ständig wirklich Leute, die das kommentieren, die den Sport dann auch erklären. Und das ist ja für die Außenwirkung auch super. Und was mir auch total gut gefallen hat, die haben dann immer die Athleten oder einige halt, manchmal den Sieger oder manchmal halt irgendjemanden, was halt jetzt gerade irgendwie passend war, nach dem Event noch in Livestream geholt. Und auch das Publikum hat dann halt gehört, was die dann logischerweise gesagt haben. Dann haben die dann umgeschalten. Und das fand ich auch mega cool zum Anschauen. Mir fällt auch noch gerade ein, wir hatten ja den Max hier auch im Podcast, wo der Chris ja früher auch mit trainiert hat. Und den Max, das war auch so spannend zum Anschauen bei dem, weil der ist ja dann am Ende noch auf dem dritten Platz gelandet. Aber wir wussten es bis zum Schluss halt auch nicht, weil es teilweise so knapp war und immer so hin und her ging. Und es war wirklich spannend zum Anschauen. Ja, nee, das war auch. Also und auch dies, wie sie gekämpft haben. Ja. Ne? Also das muss Snatch Event zum Beispiel, das war Bombe. Da muss ich zum Beispiel sagen, da ging es ja, kannst ja du mal sagen, was das Snatch Event war. Das Snatch-Event war... Oder Strength-Event, Entschuldigung. Ja, genau, also das war das Snatches war Strength, aber mit dem Strength, es waren 12 Snatches mit einem Gewicht, dann 10 Snatches mit dem höheren Gewicht, dann 8 mit noch höherem Gewicht und dann ein noch höheres Gewicht, so oft, wie man es bewegen konnte. Und dazwischen war eine Minute immer Pause. Ja. Und ich muss sagen, als ich das Workout so zuerst gesehen habe, habe ich mir gedacht... So konnte ich nicht wirklich viel so jetzt damit anfangen. Dann dachte ich mir so, ja, aber das war ja dann zum Zuschauen so spannend und so cool. Am Anfang hat man sich ein bisschen dran gewöhnen müssen, wo die jetzt stehen und, und wie das so abläuft. Aber das war wirklich ein Zuschauermagnet, dieses Workout. Und gleiches Spiel fand ich auch mit dem Power-Workout. Da haben ja einige Leute gesagt, ja, dadurch, dass da 15 Handstand-Push-Ups drin sind, strikte, ist das nicht richtig Power. Und ich habe kurz auch überlegt und bin aber zum Schluss gekommen, als ich es mir dann angeschaut habe, ja klar war das Power, weil wenn man die Dinger wirklich unbroken machen kann und eben mit gepaart mit diesen anderen Übungen, dann war das definitiv ein Power-Test. Wenn aber halt einfach jemand nicht 15 Handstand-Push-Ups, sage ich mal, unbroken durchfeuern kann, dann ist er halt noch nicht auf dem Level, dass er da einen Power-Output liefern kann. Aber einfach die Tatsache, wie es jetzt programmiert war, wenn man das einfach so zügig wie möglich durchmacht, dann testet es definitiv Power. Und es war ja auch fünf Minuten. Es war ja also ein starker Zeitdruck. Ganz spannend. Und auch bei den Snatches war das Timecap 8 Minuten. 3 Minuten waren schon die vorgegebenen Pausen. Das heißt also auch nur 5 Minuten für die 30 Snatches plus dies mit dem Extremgewicht. Und es war, glaube ich, bei den Damen über 30 war der letzte Snatch Gewicht 70 Kilo. Mhm, ganz stark. Und nach 30 normalen Snatchen dann 70 hochzukriegen, ist schon krass. Eine Leistung. Ja. Ne? Bei den Männern war es, da weiß ich es jetzt nicht mehr auswendig, was das, aber das war noch erheblich. 110. Ne? Achso, Entschuldigung, das war bei den Individual, bei der Altersklasse weiß ich es nicht. Nee, aber auch Wahnsinn, ne? Was die gesnatcht haben. Ja, richtig da, stark. Ne? Ja. Also ich muss auch sagen, mir gefällt es ja ganz gut, dass bei diesem Format, was eben Functional Fitness ist, dass dann das letzte Workout immer Power ist und das einfach wirklich immer schnell und zügig und das ganze Leaderboard nochmal richtig durcheinander wirbeln kann. Und einfach dadurch, dass das so sprintig ist, ist es einfach wirklich toll zum Zuschauen. Es kommt tolle Stimmung auf und ist einfach wirklich cool. Ja, es ist durch diese 6 Tests wahnsinnig vielfältig, weil irgendwas ist garantiert dran, was du besonders gut kannst und aber auch, was du eben, wo du noch struggles, ne? Genau. Ja, deswegen ist auch schön, dass Endurance gleich am Anfang ist. Weil das ist halt einfach dieses lange, was sich so ein bisschen natürlich auch zum Zuschauen zieht, ist ja auch Sinn und Zweck der Sache, keine Frage. Aber da hast du einfach schon mal so einen guten Startschuss, wie sich einfach so ein Wochenende auch entwickeln kann. Also das gefällt mir einfach, diese Dynamik, die sich innerhalb von dem Wochenende dann so entwickelt durch dieses Format. Also ja, das ist, also vielleicht muss man nochmal erklären, ist auch der Unterschied zum CrossFit, da kennt man die Workouts vorher. Also jetzt bei diesem Functional Fitness Format, da wie viele Wochen vorher wusstest du alle Workouts? Ich glaube 3, 3,5, ich kann es jetzt nicht sicher sein, so in dem Dreh. Also du kannst auf jeden Fall gut testen und bei super vielen CrossFit-Wettkämpfen ist es so, dass vielleicht sind ein paar vorher bekannt gegeben, aber vielleicht eben auch nicht. Und in dem Functional Fitness-Format gibt es halt auch immer diese Kategorien, die wir eben gerade angesprochen haben, Endurance, Strength, Skill, solche Sachen halt, dass man diese Workouts ein bisschen kategorisiert, nach was man dann da testet.
Ja, da würde ich mal sagen, vielleicht erzählst du noch mal kurz, welches Workout fandst du am coolsten? Also, was hat dir persönlich am meisten Spaß gemacht zu machen? Das mit dem Boxjump. Also wir mussten auf Herrenhöhe auch springen, aber Springen macht mir Freude und macht mir auch keine Angst. Und das fand ich auch sehr vielfältig, ne? Das waren also 4 Etappen, wo man verschieden, das erst auf eine ganz hohe Box, dann auf eine Box steigen. Beim nächsten Mal waren es Burpee over the Box und wieder über die Box steigen. Und das dritte war nur über die Box steigen. Und beim letzten waren halt die Jumps noch dazu. Ne? Also das hat mir am meisten getaugt. Ne? Das war also wirklich. Weißt du, was mir am meisten getaugt hat beim Zuschauen bei dir? Ja. Wie du das Seil hochgeklettert bist. Das sah Ja. richtig cool aus. Obwohl auch wieder, das ist immer so interessant, man macht in einem Wettkampf nicht unbedingt die Technik, die man geübt hat und kann. Ne? Also ich habe da leider nicht so die langen Arme gehabt und mein Bein, sondern ich bin da mit ziemlich langsam, aber so einzeln hoch. Ne? Und dadurch wurde das dann immer länger. 4 Meter ist ja dann doch eine Höhe. Aber das hat mir auch Spaß gemacht, das stimmt. Was ich auch richtig cool fand, das war diese eine Instagram-Story, wo sie dich so toll auf dem Rudergerät gefilmt haben. Das war echt eine starke Aufnahme auch. Das hat Ja, mir richtig gut gefallen. haben sie auch. Also da, das Rudern geht auch. Also es sind, wie gesagt, das ist eben so über die 6 Workouts. Es gibt da immer Parts, die dir liegen und Parts, wo du dich durchbeißen musst. Ne? Aber es war im Großen und Ganzen war das ein wahnsinnig tolles Erlebnis und ich kann nur jedem empfehlen, der Lust hat, ein bisschen was zu machen. Die haben beim Functional Fitness gibt es auch die Liga. Und da kann man also auch mal austesten, das ist einmal im Monat ein Workout, was man in 50 Minuten erledigen muss. Da kann man mal austesten, wie bin ich überhaupt so in Wettkämpfen. Ne? Ah ja, die Alice zum Beispiel, die hat da auch mitgemacht. Das war ihr erster Wettkampf. Die haben wir Genau. da auch getroffen. Die hat auch mal eine Zeit lang bei uns trainiert. Und es fand ich auch mega stark von ihr, dass sie das gemacht hat. Ich habe der auch sehr gerne zugeschaut. Es war natürlich vom Zeitplan her ein bisschen schwierig. Ich habe da nicht alles gesehen. Aber auch sensationell, dass sie das einfach mal sagt, so hey, ich mache das jetzt mal und finde ich cool. Genau, die hat bei den Ligas mitgemacht. Und wenn man dann unter die ersten 10 Frauen oder die ersten 10 Männer kommt, dann kann man freitags bei der deutschen Meisterschaft, Liga wird extra gezählt, da dann starten. Aber einfach, um überhaupt mal zu testen, wie ist das unter Wettkampfbedingungen, ne? Also das ist gar nicht so schlecht, ne? Ich fand auch mega toll, dass sie diesen Zeitplan so richtig gut eingehalten haben. Also dabei ja nie irgendwie ein Verzug oder ähnliches. Das haben die durchgezogen wie im Schnürchen. Also das hat wirklich einen sehr, sehr professionellen Anschein gemacht mit diesem, einfach, dass das Ja, durchgetaktet war. nee, das haben sie auch. Die Orga war sehr, sehr gut. Sie haben schon vorher im Warmbereich, so wie die Leute reingehen, wurden die aufgestellt. Man hat also 10 Minuten vorher sich aufstellen müssen. Und die hatten sehr gute Kommunikation. Manchmal war ja auch ein Workout unter Umständen ein paar Minuten früher fertig, wie gedacht. Der Wechsel Und sie haben es trotzdem die Pause ging gelassen, ja. schneller. Ne? Dann kamen die anderen schon rein. Ne, die haben die Geräte schnell gewechselt. Also sie haben, mussten sie auch bei so vielen. Also das. Wir hatten sogar einen Physio im Aufwärmbereich, habe ich gehört, gell? Ja, 2. Krass. Ja, Stark. nee. Also 2. Ich habe auch den Physio bei der Schulter, die hat ein bisschen gezickt, habe ich mir den Physio gegönnt, der sehr nett war und hat das alles um mir noch Tipps gegeben, was man so machen kann. Ne? Ne, Na also schön. war wirklich nee, ein sehr schönes Erlebnis. Ja, was kann man noch erzählen? Jess ist Zweite geworden. Ja, Auch stark. das war ein Wahnsinnskampf mit der Verena, ne? Die ja also die Verena Verena Horvede, ist wirklich auch einfach ne? so richtig starke Athletin, muss Ne? man echt sagen. Also und dann kam noch die Julia, eine neue dazu, die das zum ersten Mal gemacht Auch hat im stark. Wettkampf. Die war auch sehr stark, ne? Und die war auch im Gewichten stark. Also es war wirklich nicht einfach, ne? Aber Jess hat sich da durchgebissen, ne? Ne? Wie K.O. bist du jetzt nach so einem Wochenende? Bist du jetzt gescheit müde oder geht's? Ja, man ist so allgemein ein bisschen kaputter. Ne? Jetzt machst du eine Woche erstmal ein bisschen Piano, gell? Ja, so ein bisschen. Aber ich bin ja so, ich brauche Bewegung. Kann gar nicht Das ohne, ne? stimmt. Nee, nee. Lassen wir langsam angehen, aber ja, jetzt kommt bald Kanada, jetzt so viel Zeit. Kann man sich Wie auch nicht wird mehr. denn das Wetter sein, so im Herbst rein? Ich denke schon auch sehr warm.
Wird auch sehr warm sein. Ne? Aber jetzt sind wir ja hier die Wärme gewöhnt. Ne? Also das stimmt. Von daher ist es, glaube ich. Machst du es genau richtig, dass du zum richtigen Zeitpunkt abhaust? Ja, genau. Wie es dann hier kalt wird. Ja gut, Freunde, dann würde ich sagen, wenn ihr Fragen zum Wettkampf habt oder euch nochmal irgendwie dafür interessiert, dass wir vielleicht irgendwas nicht erzählt haben, was euch interessiert, dann sprecht doch die Angelika gerne in der Box an. Ich glaube, die erzählt euch das sicher gerne. Und ja, ansonsten, wenn ihr Themenvorschläge habt oder euch der Podcast gefallen hat, dann droppt einen Kommentar. Auf Spotify habt ihr die Möglichkeit, dass ihr dann einen Kommentar hinterlegen könnt. Ansonsten freuen wir uns auch über eine Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder Daumen hoch oder Follow bei YouTube. Und ja, würde ich sagen, haben wir uns nächste Woche wieder. Und Angelika, danke, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Hat mich auch gefreut. Und dann, ja, dann würde ich irgendwann nach der WM definitiv, dann bist du sozusagen die Einzige, die dreimal im Podcast kommt. Die dreimal, wow. Ja. Alles klar, Freunde. Gibt's ein goldenes Bändchen, irgendwas. Ja, kriegst du irgend so eine Auszeichnung. Finde ich gut. Ja? Okay, dann, Freunde, ciao. Ciao.